260 Tonnen kann ich so nicht bewegen, aber ich werde mich jetzt gleich als Lokführerin beweisen. Dafür brauche ich aber erst eine Uniform. Täglich fahren über 840.000 Fahrgäste rund um München mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Benjamin Heigl ist seit 11 Jahren leidenschaftlicher Lokführer und bringt täglich die Menschen an ihr gewünschtes Ziel. Was muss ich als Quereinsteigerin jetzt so alles mitbringen? Also Verantwortungsbewusstsein, Motivation habe ich. Mit dem technischen Grundwissen, ja, das wird ein bisschen schwierig, aber das kann man ja alles lernen, oder? Technisches Grundverständnis wäre nicht schlecht, dann tut man sich in der Ausbildung natürlich dementsprechend leichter. Aber wie schon gesagt, als Bäcker kann man auch bei uns als Quereinsteiger locker anfangen. Es wird alles in der Ausbildung vermittelt. Wenn man da Lust drauf hat, dann kann man in den 9 Monaten alles, was man wissen muss, erlernen. Guten Tag, Damen und Herren. Ich werde heute ausgebildet zur Lokführerin und wir fahren Sie heute mit München TV sicher und pünktlich an Ihr Ziel. Als S-Bahn-Fahrer trägt der 33-Jährige viel Verantwortung. Er ist täglich zuständig für die sichere Beförderung von mehreren tausend Menschen. Was macht am meisten Spaß an dem Job? Hier die ganzen, außer die ganzen Knöpfe. Die ganzen Knöpfe, wenn man natürlich Lust auf Knöpfe hat, ist man hier auch genau richtig. Aber generell natürlich. Jeder Tag ist anders. Man kann Gas geben, bis zu 140 km/h bei uns auf den Strecken. Dann natürlich die Landschaft. Wenn man draußen rumfährt, ist natürlich auch die Landschaft, die man genießen kann in dem Moment. Natürlich ist die Aufmerksamkeit natürlich auf die Arbeit gerichtet. Der Fahrgastkontakt kann auch Spaß machen. 9 Monate dauert die Ausbildung zum Lokführer. 40 Schichten müssen die Azubis in dieser Zeit absolvieren. In einem Tag kann ich also leider nicht alles lernen. Ich hatte heute einen ereignisvollen und spannenden Tag als Lokführerin. Alles zum Lokführer-Casting bei der S-Bahn München finden Sie unter münchen.tv.